Arroganz wird albern mit der Zeit, ganz genauso wie die Traurigkeit. Was die anderen denken, fällt zurück oder runter vielleicht. Relevanz verliert sich. Hallo, ich bin Stefan und wir sind heute in unserem Showroom-Studio. Es geht hier halt nicht nur um die Monitore, sondern auch unter anderem, wie positioniert man Monitore, warum macht man das Ganze, was ist die richtige Abhörlautstärke, rund um das Thema Monitore und Abhörsituationen. Wer hat denn diesen Zaun gemacht? Die Frequenz verschwimmt im Sternenlicht, aber ist schon okay. Bau ein Haus und schmeiß die Türen zu. Das erste, was wir hier gemacht haben, als wir die Boxen aufgestellt haben, ist die Monomitte zu finden. Man kennt so den allgemeinen das Abhördreieck. Man hat so diese typischen 2x30 Grad, also von der Blickrichtung links, rechts 30 Grad ausgelenkt, sagt man, das ist das klassische Stereodreieck. Das ist eine gute Ausgangsbasis. Nur ist es wirklich nur eine Ausgangsbasis, auf der man dann wirklich die Monomitte passend für den Monitor, den man da benutzt, herausfinden sollte. Und das haben wir gerade hier mit meinem Assistenten zusammen gemacht, dass wir geschaut haben, wo klingt ein Song harmonisch. Wenn beim Monitor nicht die Monomitte stimmt, dann habe ich nicht das Problem, dass ich entweder die Monomitte zu laut oder zu leise mische. Respektive zu laut mische ich sie dann, wenn die Monitore zum Beispiel zu weit auseinander stehen, weil dann hat die Monomitte nicht die richtige Energie. Stelle ich sie weit zu eng zusammen, werde ich tendenziell Monosignale eher zu leise mischen, weil sie einfach schon zu laut wiedergegeben werden. Das nächste, was wir dann gemacht haben, ist die Abhörlautstärke, die Lautheit einzustellen. 86 dB SPL an der Abhörposition, beide Lautsprecher sind an, gemessen mit Pink Noise. Das Geheimnis ist diese sogenannte Fletcher-Mansen-Kurve, Kurve gleicher Lautheit. Und deswegen in jedem Studio ein SPL-Meter Pflicht. Was wir hier jetzt mal als Beispielsituation für das Arbeiten, für das akustische Arbeiten mit dem Monitor. Jetzt haben wir einmal ein Mastering von einem Song, den ich jetzt auch vorhin benutzt habe, um die Monomitte rauszufinden. Eins der größten Probleme immer bei jedem Monitor ist dieser Übergang untere mitten in den Bassbereich. Da passiert harmonisch sehr viel, die ganzen Grundtöne befinden sich dort und da passiert auch der meiste musikalische Content. Und da ist auch der sensible Bereich, wenn ich da irgendwas mache, auch im Mix oder im Mastering, egal in welcher Anwendung. Ein Problem, was wir im Prinzip mit Mehrwegesystemen haben, ist, dass wir immer wieder Bereiche haben, wo wir von einem Treiber in den nächsten übergehen. Dazwischen sitzt dann ein Filter und der verändert in irgendeiner Form das Signal. Und hier ist die Frage, wie gut hat der Hersteller da konstruiert, was hat er da gemacht, damit diese Übergangsfrequenzen so geschmeidig wie möglich sind. Und wir können das mal am Beispiel hier machen. Bei dem Song, hier haben wir also einen Problembereich bei ungefähr 150 bis 160 Hertz. Da mulmt es so ein bisschen bei dem Track. Und ich empfehle es mal auszuprobieren, wie eine Box eine Veränderung eines Equalizers bei einer bestimmten Frequenz, wie die da reagiert, wie die das transportiert. Das ist ja eine der Stärken von solchen Einwegesystemen, wie zum Beispiel so ein Ginkgo oder dergleichen. Die haben keinerlei Übergangsfrequenzen. Die stellen den Bereich, den Frequenzbereich, den sie können, absolut neutral dar. Wir haben dabei den Nachteil, dass wir jetzt nicht so weit nach oben und nicht so weit nach unten kommen. Das ist auch der Grund, warum es mehr Wegesysteme gibt.
wenn man das erste Mal so eine Box anhört, vorsichtig beim Monitoren, wo es gut klingt. Der Monitor, auf dem man den Mix als schöner klingt, empfindet, ist nicht unbedingt die bessere Box zum Mixen. Und auf der anderen Seite braucht man aber auch irgendwo so ein gewisses musikalisches Feeling. Es muss schon Spaß machen, auf der Box zu arbeiten. Und da muss jeder für sich ein bisschen entscheiden, was da das Richtige ist. Nur, wie gesagt, im Endeffekt muss man irgendwann eine Box haben, auf der man den Mix entscheiden kann. Und eine Box, die unter Umständen auch beim vertrauten Song Sachen darstellt, wo man sagen würde, ups, da hätte man ja noch was machen können, das ist die richtige Box. Arroganz wird albern mit der Zeit, ganz genauso wie die Traurigkeit. Was die anderen denken, fällt zurück oder runter vielleicht. Räumlichkeit ist das nächste Thema. Das ist eigentlich die Trumpfkarte der Einwegsysteme. Man hat also keine störenden Faktoren im Phasenverlauf und dementsprechend geben die Räumlichkeit sehr genau wieder. Respektive für unsere Mehrwegbox ist auch hier die Frage, wie linear ist das ganze Übertragungssystem und dementsprechend bekomme ich dann auch mehr Räumlichkeit oder detailliertere Tiefenstaffelung. Und der nächste Punkt, das bringt uns dann gleich auch zum nächsten Thema, das ist halt, wie viel Reserve hat die Box? Wie schnell fängt die an zu zerren? Denn auch das ist ein Punkt, der Räumlichkeit kaschiert und eine Box, die halt sehr schnell schlapp macht, die hat halt dann ein Problem oder hast du das Problem im Mix, man bringt Signale rein, man fängt an überall ein bisschen mehr reinzudrehen. Der Clear und die Artefakte, die dann das Signal eigentlich dann bekommt, werden dann teilweise durch die Box kaschiert. Einfach verschwindet es in diesem eigenen Clear der Box. Deswegen also viel Reserve, viel Leistungsreserve. Und das andere Thema, Schnelligkeit. Eine LAN-Box, die ewig nachschwingt, klingt zwar angenehm, man hat diesen schönen Rums im Bass, hilft aber nicht weiter, weil es letztendlich auch wieder ganze Signalanteile im Mix komplett kaschiert. Arroganz wird albern mit der Zeit, ganz genauso wie die Traurigkeit. Was die anderen denken, fällt zurück oder runter. Vielleicht macht es keinen Unterschied, ob du Fernlicht oder Stern siehst. Ja, und was auch noch wichtig ist, egal beim Produzieren, Mastern, auch beim Musikmachen, das Gehör ermüdet und braucht einfach Pause. Den Effekt kennt man vielleicht, man schraubt die halbe Nacht an einem Song rum, hört sich das am nächsten Morgen an und denkt, oh Gott, was hat man denn da fabriziert? Und fängt von vorne an. Das kann man gut vermeiden, einfach mal zwischendrin Tässchen Kaffee trinken.